Mama. Papa. Das ist Mama. Ich hoffe, es geht euch soweit gut. Lange Zeit, hat man sich nicht gesehen, ne? ja, ich weiß jetzt nicht, wie weit Samira schon mal im Vlog ist. Ja, wir haben es heute Dienstag. Wir haben... Achso, okay, dann fange ich mal heute... Ja, ich fick... Also heute ist der 19. Nein, heute ist der 17. Heute ist der 17. Dienstag, genau. Jetzt kommt die... Genau, wir haben es eigentlich sehr früh, ich glaube, wir haben es vielleicht 12 Uhr, 13 Uhr. 13 Uhr haben wir es jetzt. Genau, ich bin heute zu Samira gekommen, weil sie, also erstmal Shoutout an Samira und Amira. Die haben mir nämlich ein Geschenk mitgebracht und zwar. Leute, ihr habt keine Ahnung, die Leute, wo sagen so, what the hell? Ich habe keine Ahnung. Und zwar, die haben mir diese Lippenstifte mitgebracht, okay, von. Wo wart ihr nochmal? Marokko. Von Marokko. Also in Agadir. Genau, Agadir. Ja, genau. Auf jeden Fall sind es diese grünen Lippenstifte, okay? Und die sind der Scherz. Auf gut Deutsch gesagt. Und zwar. Ben Abida schon kaputt gemacht, doch nicht. Auf jeden Fall. Die sind grün, ja. Aber schaut mal Lippen an. Die haben diese rosane Dings, okay? Und es ist einfach. Ihr merkt. Es wird einfach noch mal extremer. Versteht ihr, was ich meine? Und diese Lippenstifte, die sind einfach, oh mein Gott, also bestellt euch im Internet, keine Ahnung, wie viel dafür zahlen sollt, aber ich habe es geschenkt bekommen und nicht nur eins, sondern zwei Stück. Deswegen. Ich weiß jetzt nicht, was Samira heute vorhat. Also ich habe selber keine Ahnung, was ich heute vorhabe. Ja, Nabila ist natürlich wieder am rumzicken, Spaß. Nein, das heißt wieder rumzicken, keine Ahnung, was ich gerade habe. Auf jeden Fall, Leute, ich habe keine Ahnung, was ich gerade sagen soll, deswegen also versuche irgendwas zu reden. Ich würde mal sagen, ich weiß, wir wollen uns das nächste Mal sehen, aber ich hoffe, wir werden uns bald wiedersehen. Genau. Servus. Hey Leute, was geht? Ich heiße euch wieder willkommen zurück zu einem neuen Vlog von mir. Ich habe das schon lange nicht mehr gesagt, irgendwie, ich glaube 2 Wochen. Ja, davor hat Inaha gevloggt. Stimmt, das ist auch schon 2 Wochen her, wo sie bei mir war. Und zwar hoffe ich, geht es euch gut. Heute haben wir es Montag, den 30.12. Ich bin mit den Kindern gerade alleine zu Hause. Wir werden jetzt gleich essen. Wir waren gerade draußen. Ich habe keinen Hunger. Du hast keinen Hunger? Aber du musst was essen sehen. Nein. Doch. Ich habe keinen Hunger. Ja, der ganz normale Alltagswahnsinn wieder. Ich habe keinen Hunger. Same. Du hast Hunger. Nein, ich habe keinen Hunger. Du hast keinen Hunger, aber du musst was essen. Nein, ich will Brot. Warum willst du Brot essen? Ich will Brot essen. Moment. Ja, ich hatte mich irgendwie nicht mehr gemeldet gehabt, so wirklich. Ja, das ist jetzt auch schon wieder eine Woche her, aber an alle, die es gefeiert haben, fröhliche Weihnachten natürlich. Ich hoffe, ihr habt die Zeit mit euren Familien genossen. Ich werde jetzt nebenbei ein bisschen Wäsche machen. Und ja, wir waren zu Weihnachten bei der Laura eingeladen und haben dort Weihnachten verbracht, sozusagen. Wir feiern ja an sich kein Weihnachten, aber es ist trotzdem für die Kinder schön, finde ich. Und ja, finde ich jetzt nicht so schlimm. Und es geht ja jetzt irgendwie bei uns eigentlich nur ums Kommerzielle, also bei uns. Und wenn man eingeladen wird, dann warum nicht annehmen. Genau, so, ich mache jetzt die Wäsche hier. Sötern ist in der Arbeit. Wenn ihr dieses Video dann seht, ist dann auch der 1. Genau, der 1. Januar. Deswegen, ich hoffe, ihr hattet auch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Morgen, also am Donnerstag, wenn ihr das Video seht, deswegen sage ich jetzt morgen, bin ich auch zum Essen eingeladen, also zum Frühstücken eingeladen bei der Kadi. Wir feiern Silvester jetzt auch nicht wirklich, aber ja, wir sind wieder zu Laura eingeladen zu Silvester. Und mal schauen, was da geht. Knaller und so machen wir nicht, also ich nicht. Vielleicht nehme ich euch hier oder auf Instagram mit. Ich kann irgendwie nicht so wirklich reden. Stichwort Instagram. Ich war ja die ganze Zeit jetzt nicht wirklich mehr so online hier auf YouTube, weil ich halt voll viel auf
Instagram eigentlich gemacht habe. Also ich habe euch immer auf Instagram durch meine Stories mitgenommen. Und viele fanden das eigentlich ganz cool so. Und für mich ist auch Instagram ein bisschen schneller. Da muss ich nicht mich nochmal hinsetzen und Videos schneiden und so. Und ihr erlebt es eigentlich alles genau zur rechten Zeit. Wisst ihr, was ich meine? Und deswegen habe ich mich so ein bisschen mehr jetzt auf Instagram konzentriert. Ich hoffe, einige von euch werden mir jetzt mal endlich auf Instagram folgen. Keine Angst, es wird trotzdem auf YouTube immer noch Videos geben. Vor allem halt auch für uns, weil dann können wir es immer wieder nochmal anschauen. Wenn halt wir Bock haben, wisst ihr, was ich meine? Wir schauen nämlich voll oft zum Beispiel unsere Urlaubsvideos nochmal an. Oder wenn uns einfach langweilig ist, dann lassen wir einfach die Togo-Videos laufen. Und die Kinder, also Sutter Zane, sieht das ja dann auch richtig. Erinnert sich dann auch immer schön an unseren Togo-Urlaub und so. Deswegen wird auf jeden Fall auf YouTube immer noch Videos kommen. Aber ich habe halt mir jetzt vorgenommen, nicht mehr einfach aufzunehmen. Also ich weiß, viele von euch mögen das, wenn ich einfach filme unseren Alltag, auch wenn nichts Großes passiert, werde ich auch machen, aber vielleicht nicht mehr mir so einen Stress machen. Wisst ihr, was ich meine? Weil ich habe mir halt voll oft immer so Stress gemacht, so like, oh mein Gott, morgen muss ich ein Video hochladen, ich muss heute filmen, ich muss heute Abend mich noch hinsetzen und schneiden. Und das wollen wir 2020 ändern. Ich werde trotzdem versuchen, 2 Videos in der Woche hochzuladen, je nachdem, vielleicht ein Video, ein Vlog oder 2 Vlogs, immer so, wie ich halt das schaffe. Genau, ich will halt nicht gezwungen sein, irgendwas hochzuladen und dann ist es halt nicht so cool. Wisst ihr, was ich meine? Ja, immer wenn was ansteht, dann werde ich auf jeden Fall filmen und euch mitnehmen, aber ansonsten jetzt nicht ständig das Gleiche halt. Heute hatte ich wieder richtig Bock, mich zu melden hier auf YouTube. Die, die mir nicht folgen auf Instagram und kein Instagram haben, uns geht's gut. Ich hoffe, euch geht's auch gut. Nabila wächst und gedeiht. Es kommt auch jetzt demnächst dann ein Update für euch. Sie ist ja jetzt 8 Monate alt und sie kann schon sehr, sehr vieles. Jetzt rentiert es sich auch, ein Update zu machen, weil viele danach fragen. Zane geht's auch gut, gell, Izzy? Hä? Zane geht's auch gut. Der hat jetzt gerade Urlaub, ist jetzt die letzte, Urlaubferien, ist jetzt die letzte Ferienwoche für ihn und dann ab Dienstag geht's auch wieder los, ab dem 7. 6. ist ja Nikolaus, genau. Bei mir wie immer halt, ne? Ich werde jetzt die Wäsche aufhängen. Gekocht habe ich schon gestern, wir müssen nur aufwärmen. Und später, wenn Sultan dann da ist, möchte ich gerne einkaufen gehen. Ich werde mir eine Einkaufsliste schreiben. Ich habe nämlich keine Lust, morgen noch loszuziehen zum Einkaufen an Silvester. Nee, doch. Morgen ist Silvester, 1. ist Neujahr. Genau, ich habe jetzt keine Lust, am Silvester nochmal loszuziehen. Deswegen werde ich ein paar Sachen jetzt einkaufen. Vielleicht mache ich sogar gleich einen Monatseinkauf draus, damit das halt auch schon erledigt ist. Und ich diesen Monat, nicht mehr los muss so großartig zum Einkaufen. Das ist alles so, was ansteht. Genavila, du bist immer größer, gell? Ja. Komm her. Die krabbelt jetzt schon. Komm mal her. Deine Spucke. Da. Und sie stellt sich auch immer gerne auf. Aber mehr dazu dann im Video. Ich muss mal deine Windel wechseln, ne? Atsch, atsch. Windelwechsel. Ja, ich wechsle hier die Windeln immer mit heißem Wasser und Kokosöl. Also hier, weil ich finde das einfach besser. Wir hatten nämlich, sie war mal wund und seitdem benutze ich nur noch Wasser und Kokosöl. Weil es jetzt nichts mehr passiert und finde ich einfach besser. Du dann immer halt das ins Wasser, ins warme Wasser eintauchen und dann einfach in das Glas von Kokosöl. Und ja, ne, da haben wir ohne Chemie und alles drum und dran, ohne Parfüm. Einmal. Fertig. Brown skin girl. Skin just like pearls. The best skin in the world. I never change it for everybody else. Sing a brown skin girl. Good? The best skin in the world.
so süß, Mann. Findet ihr nicht auch, dass sie ausschaut wie so ein Knopf? Ich weiß nicht. Wenn sie ein Gegenstand wäre, glaube ich, wäre sie ein Knopf. Gott, du bist süß. Ja. Ja. Nicht kaputt machen. Ja, jetzt gehen. Gut, ich kümmere mich jetzt mal um die Wäsche, die auf dem Wäscheständer sind. Und sobald dann Sultan nach Hause kommt, Zane, du hast jetzt keinen Hunger. Ja, wenn Papa nach Hause kommt, essen wir aber alle, okay? Gut. Hallo. Leute. Emila sagt hallo. Hallo. Was hallo? Hallo. Hallo, 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 hallo. Sag pa pa. Nein, Mama. Pa 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 pa. Pa pa pa. Der Wila hat das. Mama. Pa pa. Das ist Mama. One bear mal gewaben. Sultan ist gerade heimgekommen. Also hat er doch noch früher aus. Der wollte jetzt gerade, dass wir alle zum Friseur fahren, um Zanes Haare zu schneiden und ihm auch. Wir müssen immer noch zusammen hingehen, weil Zane immer weint, beziehungsweise nicht immer eigentlich, ist schon besser geworden. Aber ich fahre die halt dann mit dem Auto rüber. Aber heute ist Montag und er hat montags zu, gell? Schau mal, da ist ein bisschen weiß vom Kleber, weil ich den immer einfach nicht richtig entfernt habe. Muss ich mal machen. Was hast du zu erzählen? Seht ihr den Zahn da oben? Ja, da oben wächst einer. Ja, wir werden jetzt ja gleich essen. Und da melde ich mich danach wieder. Ich bin jetzt los, Nabila schläft jetzt, deswegen habe ich gesagt, hey Sultan, ich fahre schnell alleine einkaufen. Also nur zum Lidl, ich habe mir hier eine Einkaufsliste geschrieben. Ja, ich fahre schnell zum Lidl alleine hin, komme dann wieder, bis dahin ist sie... Bis wahrscheinlich eh wieder wach und dann nehme ich sie mit zum Afro-Shop nochmal. Dann haben wir eigentlich alles für diesen Monat. Ich habe mich verdrückt. Ja, ich liebe es, alleine einkaufen zu gehen, Leute. Es ist einfach, das ist so meine Auszeit am Tag für mich. Also jetzt nicht jeden Tag, aber ihr wisst schon, was ich meine. So, ach ja, habe ich euch eigentlich erzählt gehabt, dass mein Auto kaputt war. Es ist uns kaputt gegangen, also mir kaputt gegangen. Was war da? Da waren einige Sachen irgendwie nicht so wirklich, sind nicht so gut gelaufen. Und ja, musste dann in die Werkstatt, wurde jetzt alles nochmal angeschaut und nochmal repariert. Und jetzt fahre ich wieder endlich. Also es war auch nur eine Woche weg oder so, aber irgendwie hat sich das schon... ein bisschen komisch angefühlt, wieder ohne Auto unterwegs zu sein, mit zwei Kindern. Ja, willkommen wieder hier auf meinem Kanal, in meinen Vlogs, ne? Musik. Und dann fahren wir los. Ohne Kinder kann man so geile Musik hören. Get money. Money, first of all, fuck your bitch and the click you claim. West side, we rock, come equipped with game. You claim to be a player, but I fucked your wife. We bust on bad boys, nigga, fuck for life. Plus, Puffy trying to see me greet, hearts I rip. Biggie Smalls and Junior Mafia, some Mars ass bitches. Get out the way, yo, get out the way, yo. Das ist jetzt unser Großeinkauf. Ich bin jetzt wieder daheim. Ich weiß, es sind ein bisschen mehr viel Plastik, aber beim Afro-Shop hatte ich leider keine große Tüte mehr. Das war spontan, dass ich da hingegangen bin. Sonst hatte ich eigentlich das hier dabei. Ja, da sind ein bisschen mehr Plastik. Müsst ihr mir nicht schreiben, ich weiß. Aber normalerweise achte ich sehr gut drauf. Ich zeige euch jetzt ganz schnell im schnellen Durchlauf, was ich alles gekauft habe. Und so habe ich einmal hier 12, 13, 14, 15 Sonnenblumenöl. Das war jetzt gerade reduziert. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, die kosten eigentlich immer 1 Euro. Aber irgendwie haben die das so rot markiert. Aber ich glaube, das war nicht reduziert.
haben wir gebraucht. Das haben wir jetzt immer so für ein halbes Jahr oder ein bisschen länger natürlich. Genau, also Sonnenblumenöl 15 Mal, dann einmal, ich mache das jetzt einfach hier schnell, Weizenmischbrot, Schaf, Toast, Vanillezucker haben wir gebraucht, weil wir gestern gebacken haben. Dann probiere ich das jetzt mal das erste Mal aus bei Nabila, ob sie das jetzt mal annimmt. Einmal so eine Pränahrung, Folgemilch. Dann habe ich geschälte Tomaten gekauft. Auch so ganz viel, für halt, dass wir es halt länger da haben. Für Nabila hier Hirsekringel. Dann einmal Schwarzaugenbohnen, Süßkartoffeln und Okraschoten, Fisch. Dann einmal Ademer für meine afrikanischen Zuschauer, ihr wisst Bescheid. Zweimal. Dann habe ich afrikanische Gewürzmischung gekauft, weil wir hatten keine mehr. Die muss ich mal aus Togo wieder bestellen, wenn jemand nach Deutschland kommt. Ne, du brauchst keine Angst haben. Eine Ingwer. Zwei Orangensaft, eine Cola, wenn ich mal wieder Lust habe drauf. Dann war ich leider im Lidl wieder Gemüse kaufen. Ich wollte das jetzt eigentlich nicht mehr machen, wegen dem ganzen Plastikzeug. Auf jeden Fall Paprikamischung, Tomaten. Einmal Spülmittel, flüssige Handseife, Butter zum Backen, Orangen, Apfeltee und Tomatenmark. Davon habe ich auch so 8 Stück oder so gekauft. Dann haben wir einmal Spaghetti, das sind 17 Stück oder so. Das hält natürlich auch bei uns so ein halbes Jahr. Bananen. Ich glaube, wir haben alles, gell, Zane? Kann ich jetzt verräumen? Ja, hilfst du mir? Ja. Wer hat das aufgemacht? Wo ist das andere? Wo ist das andere? Da. Darauf habe ich die ganze Zeit gewartet. Und zwar sind die Lindt-Schokoladen reduziert. Alles, was halt mit Weihnachten zu tun hat, ist auf 50% reduziert. Schüler kennenzulernen, bevor du hier anfängst, Olli. Was hältst du davon? So, ich bin jetzt gerade im Wohnzimmer, bei mir schlafen schon alle und ich wollte jetzt diesen Vlog hier beenden und halt dann auch gleich anfangen zu schneiden, damit der pünktlich am Mittwoch online kommt. Ich habe jetzt noch meine Gebete nachgeholt, weil ich den ganzen Tag das nicht gemacht habe, weil ich ja die ganze Zeit unterwegs war und dann später halt gekocht und so, halt ganz normal Alltag halt, habe ich das nicht geschafft, deswegen habe ich meine Gebete nachgeholt und sitze jetzt da, habe es mir gemütlich gemacht mit einem Teekekse, meine Lindt-Schokolade, die ich vorhin gekauft habe, im Rewe und schaue auch gleichzeitig Wunder, heißt dieser Film an, ja. Da ist so ein Junge, der ist im Gesicht total vernarbt. Ich finde den voll süß. Nabila schläft hier auch. Ihr könnt mir gerne unten in die Kommentare reinschreiben, was für Videos ihr sehen möchtet, was ihr wissen wollt. Keine Ahnung, ich werde versuchen, beziehungsweise ich will 2020 mich nach euch richten, euch das zeigen, was ihr jetzt sehen wollt. Und also so gut es natürlich geht. Manches bleibt ja natürlich auch privat und so. Aber schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare rein, was ihr alles so sehen wollt. Und dann werden wir das machen. Und ja, habe ich noch was loszuwerden? Ich glaube nicht. Ja, ich hoffe, euch hat dieser Vlog hier gefallen. Wenn ja, dann hinterlasst mir doch einen Daumen hoch. Kommentiert ganz fleißig, damit ich motiviert bleibe. Und ich wünsche euch einen guten, guten Rutsch ins neue Jahr 2020. Mal sehen, was das so alles für uns offen hält. Dieses Jahr habe ich schon einiges erreicht, wieder hier auf YouTube. Ich bin auf meine 10.000 Abonnenten gekommen. Ich weiß gar nicht mehr, wann das genau war. Aber das habe ich dann auch endlich mal erreicht. Und das war so mein größtes Ziel auf YouTube auf jeden Fall. Und jetzt bin ich ja schon bei 12.000, glaube ich. Genau, 12.000 Abonnenten. Genauso auf Instagram bin ich auch auf 12.000 Abonnenten. Ja, das war halt jetzt so das Social Media und privat habe ich auch einige Sachen erledigen können, die ich dieses Jahr erledigt haben wollte. Und 2019 war für mich persönlich ein sehr gutes Jahr, ein sehr tolles Jahr und irgendwie so das gechillteste Jahr überhaupt. Und ich hoffe, 2020 wird noch besser einfach. Dann lasst mir einen Daumen hoch, wenn euch dieser Vlog gefallen hat. Dann weiß ich Bescheid, dass ihr immer noch gerne meinen Vlog schaut. Vergiss nicht zu abonnieren, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Ist kostenfrei. Dann würde ich sagen, wir sehen uns dann im nächsten Jahr, also am Sonntag. Inshallah. Bis dahin.
Tschüss, frohes neues Jahr.